Moin. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag. Sonnenschein. Und herzlich willkommen auf dem Club. Auf dem Club, ja. Und herzlich willkommen auf dem Kanal der Lucky Camper. So, wir sind wieder getrocknet von gestern. Und machen heute uns auf den Weg. Isar Naturerlebnisfahrt. Isar Naturerlebnisfahrt? Ja, am Isar Stausee. Genau, das geht einmal rund um den Isar Stausee und an der Isar entlang. An der Isar entlang. Da gibt es so Erlebnispfade, Tafeln, habe ich gelesen. Ja. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Genau. Wie lang ist der? Also insgesamt, alles in allem, glaube ich, um die, weiß ich gar nicht, habe ich vergessen. Schreibe ich unten rein. Dann müsste ich nochmal nachgucken. Ja gut, da erklären wir gleich noch was dazu, glaube ich. So, wir suchen jetzt mal hier den Einstieg. Ach, guck mal, da ist doch ein Schild. Na, guckst du. Ah. Moment. Dieser Naturerlebnisweg. So. Genau. So, wir sind hier, ja? 5,9 Kilometer. Wenn man ihn kompletten macht. Höchster Punkt 920 Meter. Ja, da habe ich ja die richtigen Schuhe an. Ich auch. Okay. Ja, das ist das, was ich gerade dachte hier. Ne? Da gibt es einzelne Themen. 25 Stück. Gucken wir mal, wie viel wir es heute schaffen. Auch wichtig für die, die noch kleine Kinder haben. Der Weg kann auch mit Kinderwagen erfolgen, wenn man große Räder hat. So schreiben die das hier. Also, so, auf geht's, Burschen. Auch cool. Hundetüte. Respekt. Traumhaft schön. Traumhaft schön. Glasklares Wasser bei der Isar. Ach so, so mintgrün. So. Ja. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal gucken. Mega. Mega. Ihre Strömung? Ja, sehr schnell. Jo. Ist wirklich schon unterwegs. Aber, also bis hierhin. War schon mal ein Highlight. 10 Minuten gelaufen. So. Also bis jetzt, wenn es so weitergeht, Highlight. Weiter geht's.
Kneippwassertreten für Hunde. Erster Anstieg. Jo. Auf geht's. Ganz nett, ne? Ja. Überall stehen dann solche Schilder rum und irgendwelche Fußabdrücke. Sehr gut zu laufen. Ja, bis jetzt zumindest ist es sehr gut zu laufen. Also da haben sie nicht übertrieben. Kinderwagen, Hunde, passt alles. Ja. Wetter übrigens auch. Das ist wieder was für dich, ne? Ja. Hier hat dann auch solche Stationsschilder. Lebensraum aus zweiter Hand. Gut gemacht. Kann man nicht meckern. Jo. 678 Meter. Nein. Was? Stand doch da gerade. Schätzlein. Ja, Schätzlein. Das war die Klamm. Die ist 678 irgendwas. Also es sind Höhenunterschiede von ungefähr 80 Meter. Insgesamt. Die machen wir jetzt gerade. Wahrscheinlich. Warst du schon mal hier gewesen? Schreib das doch mal bitte in die Kommentare. Und hast du das überlebt? Das ist wichtig. Ich hoffe, da oben ist irgendwie so eine Holzhütte mit lecker Kuchen oder so. Aber da, wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Ja, sicher. Aber wir müssen irgendwann wieder da unten hin. Ja, ich freue mich. So, rennst du den Berg hoch. Also so richtig scheiße ist das nicht. Nee. Wow, jetzt nur ein kurzer Anstieg. Ja, ich guck mal um die Ecke. Skali, bleib mal hier. Ob noch was kommt. Na, sieht nicht so aus. Mäuschen. Geht wieder runter, denke ich. Aber cool gemacht. So, Pause. Siehst du dieses angstverzerrte Gesicht? Nee. Hier geht's hoch. Also ist schon... Haben wir nicht gerade was von 680 Meter gesagt? 80 Meter. Ja, Höhenunterschied. Von der Stiege zu der Stiege. Egal. So, jetzt sind wir einmal da. Fast. Auf geht's. So,
Wenn ihr es dann geschafft habt, ist das die Belohnung hier. Ja, also ist anstrengend. Also mit dem Kinderwagen natürlich, da gibt es unten rum, glaube ich, einen anderen Weg. Das ist ein anderer Weg. Aber er ist sehr anstrengend, aber ja, lohnt sich, der Ausblick. Ja. Schon cool. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was. So, angekommen, Isarbrücke, hier ist quasi der andere Einstieg in den Isar-Natur-Erlebnisweg. Genau, so sieht's aus. Ja, wir gehen zurück zu unserem Standpunkt, Ausgangspunkt. Zum Auto. Ja, dann würde ich sagen, ist der richtige Augenblick, um Tschüss zu sagen, oder? Ja. Aus, wie war? Anstrengend, aber sehr schön, empfehlenswert. Ja, unbedingt, kann man aber unbedingt auch machen. Für die Ungewohnten, das geht auch. Ja. Durchaus. Also, alles machbar. Man zwischendurch kommt, man kriegt man mal so die Schnappatmung, aber das geht schon. Auf 680 Meter. Ja, okay, also. Höhendifferenz 80 Meter steht ja, da. Ja, alles gut. Also, gefühlt, ne? 680. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Also, mach's gut, bleib sauber. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ist das schön?